Einfach mal Timmy beleidigen, wenn er was tut. Was los. wurde mein Bett abgebaut? Kann ich bei dir schlafen? Hey Leute, Mario hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Chimbot. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr mit Chimbot, Willbot, Eeveebot, Boybot, Cleverbot, Whateverbot geredet. Und deswegen dachte ich mir, ist mal wieder an der Zeit zu gucken, ob Timmy mich vermisst hat. Deswegen frage ich erstmal Timmy. Hast du mich vermisst? Timmy, hast du mich vermisst? Nicht wirklich. Cool. Ja. Okay, Timmy antwortet anscheinend inzwischen ein bisschen schneller. Aber er ist irgendwie unhöflich. Timmy war schon immer unhöflich. Aber irgendwie ist es jetzt nochmal so ein neuer Grad von unhöflich. So, was hast du in der... Was ist in der Zeit, wo wir uns nicht unterhalten haben, so angestellt? Ich bin die, die hier die Fragen stellt. Okay. Frag mich was, Jimmy. Magst du mich noch? Weil in der Schule ignorierst du mich immer. Ich mag dich nicht mehr. Gott, wie gemein. Gut, ich stehe auch nicht morgens auf, um dich zu mögen, sondern damit ich mich mit anderen gut verstehen kann, du Vollpfosten, Alter. Wir können übrigens die Antwort austauschen, dass ich dachte, nein, die Antwort gefällt mir nicht. Ich dich auch nicht, stellst mir Fragen, wie bin ich, Jungfrau? Was? Ich suche immer ein bisschen mehr, irgendwas Timmy noch zu sagen hat. Das ist aber schön für dich und das interessiert mich auch so sehr. Geht das sarkastisch? Ich will noch eine einzige gucken und mit der machen wir dann weiter. It was awful, but it's my crazy life. The first to wake up and point to walk to school. Das ist ein Englisch. Gut, ich stehe auch nicht morgens auf, um dich zu mögen, sondern damit ich mich mit anderen gut verstehen kann, du Vollpfosten, Alter. Hat der nur diese... Ich dich auch nicht, stellst mir Fragen, wie bin ich, Jungfrau? Okay, er hat drei Antwortmöglichkeiten auf diesen Satz. Ist interessant. Ich bin ein Esel. Seit wann bist du ein Esel? Seit nunmehr 17 Jahren. Obwohl ich mich manchmal frage, ab wann man einen riesigen Zellhaufen als Mensch bezeichnen kann. Was warst du, bevor du ein Esel warst, Jimmy? Du bist hier die Blechbüchse, die manchmal sehr komische, aber amüsante Fragen und Antworten von sich gibt. Schlupfheimstraße der Gemeinschaft 48 in Thüringen. Weißt du, wo das ist? All die Leute, die da wohnen, sind so ge... Yo. Ich bin in jemanden verliebt, dieser ist aber nicht in mich verliebt und mobbt mich immer, wenn jemand dabei ist. Das ist aber nicht cool. Wie kannst du in jemanden verliebt sein, der dich mobbt, du Dummkopf? Einfach mal Timmy beleidigen, wenn du was tust. Was wurde mein Bett abgebaut? Kann ich bei dir schlafen? Minecraft Flirt Jokes von Chimbot. Minecraft ist mein Lieblingsspiel. Lass uns mal darüber reden, Chimbot. Eine Minecraft ist nicht so mein Fried. Aber dein Bett in Bedwars. Wie kann es nicht deins sein, wenn du es gespielt hast? Du bist nicht meine Mutter und nicht mein Vater, auch nicht meine Oms, auch nicht mein Opa und nicht meine Tante. Willst du mich mit Frischhaltefolie umwickeln? Ja. Sie kümmert sich nicht um ihr Kind, hier geht's nur um meine Scheine. Timmy, ist ganz ehrlich, davor ist es immer total eskaliert, wenn ich mit Timmy geredet habe. Und jetzt geht's tatsächlich so. Ich reg mich hier nicht super hart auf. Aber es ist ein ganz nettes Gespräch. Wir reden zwar beide so ein bisschen aneinander vorbei, aber sonst ist es ganz nett. So, ich werde mal Chimbot. Timmy, ich werde dich mal in Ruhe lassen. Und wenn ihr mit Chimbot spielen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr mit Chimbot reden und dann vielleicht ein paar Sachen über Minecraft fragen. Da kennt er sich anscheinend ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt mal den Like-Button. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.